Und das ist die einzige Lösung. Für mich ist es keine Lösung, sich an PC zu setzen, was auszurechnen und dann dem nachzugehen. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute ist Montag, das heißt, es geht um das Thema Fitness. Heute mal ein Thema, was mir sehr persönlich nahesteht. Und zwar geht es heute ein bisschen darum, über Masse aufzubauen, beziehungsweise von skinny, von sehr dünn ein bisschen was zuzunehmen. Weil ich habe unter meinem Transformationsvideo und unter meinen anderen Videos, beziehungsweise auch durch Kommentare auf Instagram, beziehungsweise durch Nachrichten erfahren, dass das ein Thema ist, was immer noch sehr viel Nachfrage hat. Und deswegen möchte ich darauf weiter eingehen, beziehungsweise überhaupt erstmal eingehen und heute erstmal den Grundrahmen darüber klären. Warum habe ich überhaupt mit Fitness angefangen? Ich habe damals nicht mit Fitness angefangen, weil ich aussehen wollte wie Arnold Schwarzenegger. Ich habe auch nicht mit Fitness angefangen, weil ich sonst was erreichen wollte. Im Grundkern habe ich mit Fitness angefangen, weil ich halt damals knapp 60 Kilo gewogen habe, aber schon 1,88 Meter groß war, was nun eine extreme Spalte ist, beziehungsweise schon ein extremer Unterschied. Beziehungsweise habe ich mich in meinem Körper nicht wohlgefühlt, weil ich einfach der Meinung war, dass ich zu wenig gewogen habe für meine Körpergröße. Ich habe dann den Sport für mich entdeckt, ich habe den Sport einige Wochen ausgeführt, habe gemerkt, okay, du nimmst zu durch den Sport. Du nimmst so viel zu, wie du das letzte Jahr über komplett nicht zugenommen hast, obwohl du jetzt gerade mal seit 2 Monaten Sport machst. Das waren, glaube ich, damals 3 Kilo in den ersten 2 Monaten, was okay ist, aber mit Sicherheit noch nicht das, was ich hätte erreichen können in den ersten 2 Monaten. Es liegt einfach daran, dass ich meine Ernährung nicht wirklich angepasst habe. Ich habe nur etwas mehr gegessen. Für all die Leute, die jetzt sagen, oh, ich esse schon so viel und ich mache schon so viel. Jungs und Mädels, wenn ihr Sport macht und gut esst und trotzdem nicht zunehmt, dann ist einer dieser beiden Faktoren der zu kurz kommt und das ist beim Zunehmen meistens der mit dem Essen. Wir reden uns oft und gerne ein, dass wir genug essen, beziehungsweise dass wir schon extrem viel essen. Dabei spielt aber die Qualität der Nahrung und die Verteilung der Nahrung eine riesige Rolle. Man kann sich mittags, wenn man von der Schule oder von der Arbeit kommt, komplett vollfressen. Dann ist man pappsatt, ist todmüde, ist fertig mit dem Leben und denkt, Alter, heute habe ich so viel gefressen. Dabei habt ihr nur eine riesen Mahlzeit euch reingehauen. Ich beispielsweise esse momentan 5 bis 6 Mal am Tag und das schon seit 2 bis 3 Jahren. Und so schaffe ich es auf immer mal wieder abwechselnd momentan 3.700 Kalorien zu kommen. Ich kann das Ganze aber auch ganz einfach hochskalieren auf 4.000, auf 4.500 Kalorien. Ich kann das Ganze aber auch theoretisch runterskalieren, wenn ich ein bisschen abnehmen möchte. Und so schaue ich immer, was meine Ziele sind und dementsprechend reguliere ich dann meine Kalorienzufuhr. Es gibt im Internet ganz viele tolle Rechner. Da gibst du einen, ey, ich bin 1,65 groß, ich wiege 27 Kilo und was kann man noch eingeben? Ich bin männlich und ich bin dünn. Und dann sagt der euch, okay, du verbrauchst am Tag 1624 Kalorien. Und dann denkst du, okay, geil, dann nehme ich 2126 Kalorien zu mir. Dann habe ich einen Kalorienüberschuss von 500 Kalorien, wo man sagt, dass man dann gut aufbaut. Dann ist das alles super. Ich bin der persönlichen Meinung, es gibt da draußen einige, die relativ gut sind, aber natürlich keinen optimalen Kalorienrechner. Das heißt, mit Parametern wie Alter, Größe und Körpertyp und Geschlecht kann man nicht errechnen, wie viel Kalorien du verbrauchst. Du verbrauchst Kalorien beim Sitzen, beim Kacken, beim Essen, beim Schlafen. Das sind alles Faktoren, die müssen theoretisch mit reingerechnet werden. Und gerade eure Arbeit, was ihr ausführt, ist nochmal ein Riesenfaktor. Tragt ihr Zeitung aus? Sitzt ihr den ganzen Tag im Büro? Seid ihr Industrieschlosser? Fahrt ihr die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend? Es gibt ja hunderttausende Bereiche, in denen ihr arbeiten könnt. Seid ihr Koch? In dem einen Bereich lauft ihr, in dem anderen Bereich strengt ihr euch an, in dem anderen sitzt ihr nur rum. Wie kann das Internet oder mir dann irgendeine künstliche Intelligenz oder whatever mir dann errechnen, was ich für einen Kalorienverbrauch habe. Meiner Meinung nach absoluter Bullshit. Bei dem einen kommt raus, dass ich 4200 Kalorien Grundverbrauch habe, was absoluter Bullshit ist. Bei dem anderen kommt raus, dass ich 2300 Kalorien habe. So, 2000 Kalorien. Esse ich jetzt 2500 Kalorien, nehme ich plötzlich am Tag 200 bis 400 Gramm ab. Das Logik finde ich da nicht. Das heißt, ich bin der Meinung, man muss seinen Kalorienüberschuss bzw. das, was man braucht, selber definieren bzw. Selber herausfinden. Das heißt, ihr trackt eure Kalorien, also ihr schaut, was esse ich den Tag über und tragt es dann ein. Das ist ein bisschen Arbeit, aber wer was in seinem Leben erreichen will, der muss auch was dafür tun, ganz klar.
Das heißt, ich trage jetzt ein, okay, ich esse heute Morgen 60 Gramm Cornflakes mit 400 Milliliter Milch. Dann tragt ihr euch ein, okay, bob, 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 hat so viele Kalorien, trage ich mir ein. Und das macht ihr über eine Woche. Und schaut ihr am Ende der Woche, habt ihr zugenommen oder habt ihr abgenommen? Oder seid ihr konstant geblieben? Wenn ihr jetzt natürlich zunehmen wollt, dann seht ihr vielleicht, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr essen. Und dann könnt ihr das Ganze hochskalieren. Passiert immer noch nichts, esst ihr noch mehr. Und das ist die einzige Lösung. Für mich ist es keine Lösung, sich an PC zu setzen, was auszurechnen und dann dem nachzugehen. Ich mache nochmal kurz Licht an. Für mich ist das nicht das, was wirklich es uns weiterbringt. Weil wir können uns alles berechnen. Wir können uns berechnen, ey, du brauchst 17 Mikrogramm Vitamin C, B, CBQ, whatever, interessiert doch keinen. Es geht, wenn wir anfangen wollen, Masse aufzubauen und Muskeln aufzubauen, geht es darum, dass wir ein bisschen was an Eiweiß, Protein reinkriegen und vor allem Kalorien. Für Eiweiß und Protein gibt es auch Leute, die sagen, oh, wenn du 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nimmst, ist das viel zu viel. Was für viel zu viel? Das ist Bullshit. Fangt erstmal an und dann könnt ihr euch später immer weiter optimieren. Es kann sein, dass ihr mehr Eiweiß zu euch nehmt, als ihr eigentlich braucht. Aber zu viel am Anfang, zu viel ist relativ gesehen. Erstmal seid ihr offensichtlich zu wenig. Bei mir war es damals offensichtlich zu wenig. Und dann gibt es für mich kein zu viel. Auch dieses 45 Minuten Training ist gesund, darüber ist Übertraining, dann beansprucht ihr eure Muskeln unnötig. Jungs, trainiert, bis ihr kaputt seid. Ihr sollt keine 4 Stunden im Gym verbringen, ihr sollt auch keine 3 Stunden im Gym verbringen, weil ihr mit eurem Kollegen 5 Monate labert. Geht ins Gym, zieht euer fucking Training durch, seid nicht länger als 1,5 Stunden da und dann packt ihr das auch. Und keiner, der wirklich konstant trainiert, ist länger als 1,5 Stunden da. Es sei denn, die Leute sind auf Stoff, dann haben die natürlich mehr Energie. Das ist aber wieder ein komplett anderes Thema. Uns geht es erstmal darum, dass wir ein bisschen Gewicht aufbauen, dass wir ein bisschen Masse aufbauen, damit wir ein bisschen Grundstabilität in unseren Körper reinkriegen. Und dann können wir später unsere Ernährung anpassen. Dann können wir sagen, okay, ich fahre ein leichtes Kalorienüberschuss, ein kleines leichtes Kaloriendefizit. Und so können wir das anpassen. Aber es bringt nichts, nur zu schnacken und nicht anzufangen. Das ist auch mein Appell an euch. Wenn ihr was erreichen wollt, dann fangt jetzt an und hört auf zu sagen, oh, ich fange Montag an, Montag ist ein guter Tag. Das Leben ist viel zu kurz, um alles herauszuschieben. Könnt ihr machen, aber dann werdet ihr nichts erreichen. Das war das Wort zum Montag von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, Leute.